ein bisschen links neben mir vorn. Zack, voll gegen das Teil gefahren. Das fand ich immer so cool. So, und wieder rüber. So gut wie jetzt werden wir da nicht immer durchkommen, weil später mit höherer Geschwindigkeit und längeren Autos werden wir dann ein paar Mal einen Speedbreaker brauchen und wahrscheinlich auch noch ein paar Mal anrennen. Aber noch ist es... Boah, leckig ist es hell. Ich sehe gar nichts. Ich kann nur blind darauf vertrauen, dass die Karte richtig ist. So. Oh, das war schon beinahe knapp. Beziehungsweise es war knapp. Nicht nur beinahe. Aber wir haben echt einen massigen Vorsprung, würde ich mal sagen. Den dürfte uns keiner mehr nehmen. So. Uiuiui. Da wieder einmal rüber. Und dann haben wir es eh schon. Rennen Nummer 2. Gewonnen. Also, gleich. Yeah, das sieht doch auch nicht schlecht aus. Wenn dich die Bullen verfolgen, siehst du auf deiner Karte eine Menge Symbole. Die stehen für Gebäude, bei denen du die Cops abschütteln kannst. Fahr einfach durch und die Verfolgung wird sofort unterbrochen. Wenn ihre Karren nicht beschädigt sind, halten sie bestimmt an, um Hilfe zu leisten. Vertrau mir, das klappt. Wunderbar, finde ich toll. Ich glaube, das haben wir sowas Ähnliches auch schon mal hier gelesen. So. Und schauen wir mal, ob wir noch einem reinrennen können. Oh. Zack! Oh Gott. Ich liebe es. Das sind solche Idioten manchmal. Wo sie dann immer fahren. Ja, viel Sachschaden verursachen. Verdammt, ich wollte eigentlich dem noch so von der Seite reinfahren. Na gut, nächstes Rennen. Einmal Mautstellenrennen. Mit dem Mautstellenrennen beweisen wir, wie schnell wir sind. Denn nicht jedem in der Blacklist kann man trauen. Zieh einfach auf der einen Seite ein Ticket und rase bis zur anderen. Du hast nur eine bestimmte Zeit, um von einer Mautstelle zur nächsten zu kommen. Also behalte die Uhr im Auge. Auf alle Fälle. Ja, los geht's. Ja, das sieht ein bisschen langweilig aus mit so einem schwulen VW, den man irgendwo aus einem Schrotthaufen geklaut hat. Aber ja, das bekommen wir schon hin. Ich weiß noch, da gibt's bei, ich weiß gar nicht, ich glaube Blacklist-Fahrer 6 oder irgendwie so, da gibt's mal eine übelst krass schwere Mautstellenrennen-Dingsens. Da hast du, da musst du quasi irgendwie immer Nitro geben, weil du automatisch immer unter die 10 Sekunden quasi kommst, die du dann noch hast. Und das ist so krass schwer, die eine, die habe ich glaube ich bis jetzt noch nie geschafft. Upsalari. War nicht geplant. Mir sorry. Oder so nicht. So. Sind jetzt zum Glück nur drei Stellen. Drei Stück, wie immer. Eine Minute müssen wir noch fahren. Ungefähr. Bisschen weniger. Schätze ich mal. Obwohl. Ja, kommt drauf an. Jetzt haben wir 50%. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Ich weiß es nicht. Kommt dann schon auf. So. Gut. So. Sind wir schon bei fast 90. Und da vorne ist dann auch gleich das Ziel. Eine elegante Rheinschleiderkurve. Wow, verdammt.
Naja. Ist Glückssache. Wir bekommen mehrere Meldungen rein über einen 1050-Verdächtigen. Also ich bin's garantiert nicht, weil ich bin ja gerade hier bei einem Sprint unterwegs, aber an dem werdet ihr wahrscheinlich auch teilnehmen, weil da nämlich maximale Cops Dingsens dasteht. Und schon wieder der geile VW, der da hier mitfährt. Oh, oh. Ah, so sieht das echt scheiße aus. Da brauche ich ein besseres Wagen, damit das geht. Oh, da bremst mir. Oh, oh, oh. Das habe ich. Habe ich nicht gesehen, ja. Na gut. Na, das bekommen wir schon hin. Zum Glück ist keiner von euch so intelligent und nimmt die Abkürzung. Auf dem kann man auch immer übelst gut driften, also die Autos zum Driften üben, probieren und so. Was, wisst ihr schon, was ich meine, oder? Ja. Verdammt. Jetzt läuft der hier wieder super. Schon fast eine Sekunde Rückstand. Hey, wo gibt's? Innen überholen. Hey! Jetzt tiefer. Ja, was machst denn du Vollidiot? Fahr halt dann rüber. Ey. Wahnsinn, oder? Ein Auto haben, das irgendwie schneller geht, als er fahren darf. Die Strecke ist ja auch mal wieder schwul hier. Einen langen Umweg machen hier. Das da. Aber jetzt haben wir schon 1,5 Sekunden Vorsprung. Oh, das war viel zu früh. Das war zu früh. Da haben wir viel zu früh gebreakt. Aber einer hat sich abgeschossen. Zwei haben sich abgeschossen. Ah, oh, die haben sich gern. Aber der eine ist uns dicht auf den Fersen. 100 Meter. Nicht mal mehr Vorsprung. Aber der wird gleich wieder bremsen. Achtung, Bezirk 3. Eine Gruppe, ja, ey, als würde ich rasen. An den Heritage Heights vorbei. Verfügbare Einheiten melden und anrücken. Also ich bin verfügbar, ich bin schon da, aber ich. Oh, verdammt. Lalalala. Oh, wir fahren natürlich direkt drauf zu. Genau in dem Moment, wo ich Speedbreaker machen wollte, das ging jetzt wieder nicht mehr, sehr klar. Ah, na gut. Dann haben wir heute euch gleich hinterher. Dann müssen wir euch dann noch schnell abschütteln, weil ich möchte diesen Wagen möglichst niedrig halten. Schauen wir mal, ob wir jetzt den rechten Deich erwischen. Yeah, wunderbar, genau so warst du geplant. So, die folge ich auch noch. Idioten. Jo, mach das. Schlagkräftige Argumente hält der Kerl nicht an. Dünn. Verstanden, 3-5. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs. Tschüss. Jetzt stell die Meinung ins Stadion zu fahren. Ja, wem fällt das nicht ein? Wovon kommt die Stimme? Er hat mich abgehängt. Vordere Rückladung an. Er kann nicht mal sein. Noch kurz in die Flucht. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Mia. Hallo, Mia. Hey, was geht? Ich bin's, Mia. Razor hat dich im Auge. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Gefällt mir, dass er sich jetzt unsicher fühlt. Hau rein, ich melde mich später. Yeah, freue ich mich schon auf dich. Ja, freue ich mich. Oh Gott. Naja, viel Spaß beim Zuhören. Nettes Rennen. Pass auf. Razor hat den Bezirk verlassen und fährt in Rockport. Um ihn zu kriegen, musst du die Gegend abklappern und in der Blacklist aufsteigen. Es gibt 3 Bezirke. Wir sind hier in Rosewood. Kenton Beach ist an der Küste und Rockport liegt direkt dahinter. Du kannst erst Rennen der nächsten Stufe fahren, wenn dein Ruf gut genug ist. Und dafür musst du gewinnen. Es gibt keinen zweiten Platz. Erfüll deine Aufgaben, bis du einen Blacklist-Fahrer herausfordern kannst. Sobald ich was Neues erfahre, lass ich es dich wissen. Bis dann. Yeah, eigentlich wollte ich was anderes. Na gut. Dann machen wir noch kurz ein... Was? Erreicht den Meilenstein jetzt durch das bisschen. Erzielen in einer Verfolgung einen Kopfgeld von mindestens 1.000. Verursache Sachschaden in Höhe von 15.000. Begehe während der Verfolgung 3 Verstöße, flüchte danach, um den Meilenstein zu erreichen. Oh Gott, mit dem bisschen hier.
Dann bekommen wir vielleicht sogar das Kopfgeld auch schon zusammen, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen die Radarfallen da abklappern. Weil ich jetzt nicht geschaut habe, wie schnell man da sein muss. Das ist ein bisschen blöd gewesen von mir. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir es erreichen. Yeah. Ja, ich glaube, ja, wenn wir Glück haben, dann erreichen wir das auch noch. Oh, ist das lustig. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite fahren. Das wird uns noch so öfters gehen. Denn meistens stellen sie uns falsch hin. Aber sogar hier reicht's. Ist das cool. Oh Gott. Du hast mit deinen Erfolgen für Aufmerksamkeit gesorgt, auch bei Taz. Er ist der nächste Blacklist-Fahrer. Der Typ ist durchgeknallt und ein echter Bullenmagnet, also pass auf. Er wartet auf deinen Anruf. Bis später. Yo, lass uns doch gleich mal einen Rain fahren. Ah, das ist sogar gleich da hinten. Ich wollte eigentlich noch nach links und dieses Auto da leicht taxieren. Naja, gut. So, Stoppschild, nach rechts und links gucken. Ach, scheiß drauf. Und ein flüchtiges Hallo. Hallo. So, erst noch zurück zum Unterschlupf. Einmal speichern. Ja, ja, ja. Blacklist 15. 2. Ein Sprint und noch ein Sprint. 2 Sprints möchte der fahren. Na, du bist ja einer, ne? Schlimm. Aber Sprints finde ich sind eigentlich ganz gut. Ich halte wieder meine Phrasen. So, los geht's. Ja, ja, Sprints zu fahren sind eigentlich immer das Schönste. Da habe ich auf der Xbox gibt's so einen geilen, übelst geilen Fail. Und zwar, ich weiß nicht, ob es ein Fail ist, aber es ist übelst lustig. Und zwar, bei einem Blacklist-Fahrer musst du dann am Ende, also gegen ihn musst du ja dann auch noch, da später muss man ja dann 3 Rennen fahren und dann so, und gegen Razer muss man ja dann 5 fahren. Und da muss man, bei einem muss man, ein Runden-K.O. fahren. Und das Lustige, kein Runden-K.O., sondern ein Track, also schalten. Das kommt später dann bei uns auch noch. Da muss man quasi im richtigen Moment schalten, eigentlich nur geradeaus fahren quasi. Und das Lustige ist, du darfst halt dann nicht zu sehr anrennen, weil sonst ist dein Wagen zerstört und dann fällst du halt quasi aus. Und das Lustige ist, der Gegner, also gegen den ich überhaupt fahren muss, also gegen die Nummer Blacklist, verpiss dich, der hat sich da abgeschossen. Also der hätte so und so nicht gewonnen. Das heißt, auch wenn ich nicht gewonnen hätte, hätte er und ich nicht gewinnen können, weil er ja schon kaputt war. Und somit wäre es eigentlich hinfällig gewesen, ob ich jetzt gewinne oder nicht, weil er war ja sowieso im Arsch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so geplant war eigentlich. Fuck! Das ist jetzt scheiße gewesen. Ich muss meine Hand doch wieder in der Nähe des Speedbreaker-Button aufhalten lassen. Und nicht irgendwo, wo man es nicht wissen will. Zum Beispiel auf der anderen Seite der Tastatur. Oh, der ist verdammt schnell. Scheiße, ey, was ist denn jetzt los hier? Vorher lief das so gut und jetzt ist überall nur noch Scheiße. So, schauen wir mal, was wir da noch rausholen können. Ich möchte eigentlich nicht dieses Rennen nochmal neu anfangen. Aber wenn es nicht anders geht, werden wir es wohl machen müssen. Aber im Moment sieht es ja wieder gut aus. Da fahren wir wieder über die rechte Seite wegen Gegenverkehr. Das mache ich eigentlich bei so Tunneln, wo es egal ist, wo du lang fährst, also von der Länge her. Eigentlich immer. Lieber dann da, wo man dann keinen Gegenverkehr hat. So, doch haben wir dich nur abgeschüttelt hier. Zweiter Sprint her damit, das ist sogar noch kürzer. Subscribe.